Hallo, moin, gute Tag da draußen. Hier ist der Stolle. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Concussion Protocols. Und heute beginnt eine neue Zeitrechnung. Denn erstens sind wir an zwei Orten. Gleichzeitig quasi. Wahnsinn. Das geht nur, weil Flo am Start ist. Flo, schön, dass du da bist. Ja, wir sind an zwei Orten gleichzeitig. Und ich habe es euch ja auch schon letzte Woche versprochen. Gibt was Besonderes. Gibt nämlich was zu gewinnen. Denn wir haben hier heute für die Sendung und auch für die nächsten Sendungen Charbroil am Start. Amerikas Gasgrill-Marke Nummer 1. Und da kommt noch was Feines auf euch zu. Also freut euch. Es geht um Mockdraft, Mock and Grill, sage ich mal so. Lasst euch überraschen. Und ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ne? Lassen wir die Leute nicht warten. Los geht's. Bevor wir zum nächsten Mockdraft kommen, mit dem Gewinnspiel und. Erstmal noch ein Free-Agent-Thema, muss sein. Ich habe lange überlegt, was könnte man denn noch machen, denn Free-Agency, glaubt ihr, ist durch? Ist noch nicht durch. Kommen noch ein paar Jungs, da sind noch viele gute Jungs. Und da wird noch viel passieren, ein bisschen vorm Draft, sehr viel danach. Und ich dachte mir, ich nenne euch einfach mal eine Handvoll Spieler, genauer gesagt 6 Spieler, die ich als wahre Bargains bezeichne. Also Kids, die für einen sehr guten Preis zu haben sein werden. Und die dem Team echt viel bringen können, die ein Team wirklich weiterbringen können, weil sie jung sind, weil sie bereits bewiesen haben, dass sie es in dieser Liga packen können. Ja, und weil es vielleicht einfach zuletzt nur nicht so gut gelaufen ist, würde ich sagen, fangen wir mal an. Als ersten Spieler habe ich für euch auf der Liste Jordan Matthews, Wide Receiver. 25 Jahre ist der Mann erst alt, war ein Second-Round-Pick 2014 und hat bei den Eagles dann auch erstmal vor allen Dingen in den ersten beiden Jahren ordentlich geglänzt, vor allen Dingen im Slot. Auch im dritten Jahr okay gewesen, war immerhin in allen drei Jahren immer mehr als 800 Receiving Yards. Sein bestes Jahr war 2015, als er, ich glaube, 997 hatte. Im Schnitt 75 Catches pro Saison in Philly. Alles gut, dann der Trade nach Buffalo, weil die Eagles andere Optionen gesehen haben, andere Schwächen gesehen haben. Beide Teams sahen irgendwie aus wie Winner, aber am Ende in Buffalo nur 25 Catches gehabt für nicht mal 300 Yards, lief also gar nicht. Fehlte dazu noch 6 Spiele verletzt, war also eine Saison zum Vergessen. Aber die 3 Jahre vorher haben bewiesen, der Typ ist vor allen Dingen im Slot, richtig gute Waffe, guter Mann, 25 Jahre erst alt und wird sicherlich für einen soliden Preis zu haben sein. Also ich bin mir sicher, der ist für irgendwen eine Verstärkung. Gehen wir mal in die O-Line. Don Barkley. Offensive Lineman, 28 Jahre alt, kam undrafted in die NFL 2012 zu den Packers. Die Packers haben tatsächlich so, ja, sie haben Näschen für Offensive Linemen, die in späten Runden oder undrafted daherkommen. Barkley war so einer, bis 2016 in Green Bay gespielt, dann ein Jahr in Detroit, sehr vielseitig. Hat alle 5 Positionen an der O-Line schon gespielt. Left Tackle, Right Tackle, Left Guard, Right Guard, Center. Und auf 4 dieser 5 Positionen, bis auf Center, war er auch so ein Starter. Also, wenn das nicht was ist, wo du sagst, okay, egal ob es jetzt reicht für einen Starting-Spot, das ist quasi mein 6. Mann. Das ist mein 6. Mann an der O-Line, weil egal wo, ich kann ihn einsetzen. Hat auch insgesamt schon 25 Starts, 24 für Green Bay, 1 für Detroit gehabt. Letztes Jahr Knöchelprobleme gehabt, deswegen lief es erst in Green Bay schon nicht so gut, dann auch in Detroit nicht so gut. Aber das ist auf jeden Fall ein Mann, den man, glaube ich, für sehr gutes Geld haben kann und der deiner O-Line definitiv weiterhilft. Eventuell sogar von Anfang an als Starter, aber zumindest als 6. Mann in der Rotation. Und wenn es dann eben irgendwo knackt und irgendwo knackt es immer, dann als Starter. Dann gehen wir rüber zur Defense. Da habe ich noch 3 Jungs für euch. Einmal ein Defensive End, Coney Ealy. 26 Jahre alt. Der Name sagt euch bestimmt was. Letztes Jahr von den Panthers getradet zu den Patriots. Und das, ja, da waren viele schon sehr meine, das ist genauso ein, den sie brauchen. War in Carolina, hat er immerhin 14 Sacks gehabt in 3 Jahren. Und das nur als Rotational Spieler. 62 Einsätze insgesamt in 4 Jahren mit 19 Starts. Aber er kam aus Carolina, hatte in den beiden Jahren zuvor jeweils 5 Sacks. Und New England brauchte da irgendwie frisches Blut, hat aber nicht gefasst. Also er wurde dann schon vor Saisonbeginn entlassen, die Jets haben zugegriffen. Ich glaube, da musste er teilweise auch Linebacker spielen. Am Ende waren es irgendwie 14 Tackles und 1 Sack, nicht wirklich eine gute Saison.
Wenngleich die Jets, viele Jets-Experten sagen, er war noch einer der besseren in der Defense, auch wenn man es statistisch nicht sieht. Ich glaube, das ist einer, der deine D-Line definitiv besser machen kann. Wahrscheinlich kein Starter, aber eben, wenn es um die Rotation geht, wenn es darum geht, bei dritten Versuchen auf dem Platz zu sein, ist das ein guter Mann. Wie gesagt, 26, kannst du auch nicht viel falsch machen. Als letztes habe ich dann noch zwei Jungs auf einer Position für euch, und zwar zwei Strong Safeties, Kenny Vaccaro und Eric Reed. Beide sind, nee, halt Kenny ist 27, Eric ist 26. Dazu muss man erstmal sagen, die Safety-Position ist in dieser Offseason eh so ein Stiefkind. Habt ihr bestimmt irgendwo schon auf den einzelnen Plattformen, NFL.com, ESPN, CBS oder wo auch immer gelesen. Ist irgendwie, wird stiefmütterlich behandelt, die Position. Tyrann Mathieu kommt nur für 7 Millionen unter. Morgan Burnett als gestandener und vielseitiger Safety, der eigentlich dachte, er kriegt 10 Millionen pro Jahr, kriegt nicht mal 5. Also Geld ist ein Thema. Ja, und dann gerade Reed ist sicherlich auch unabsichtlich einer der Gründe, denn Eric Reed ist ja einer der größten Unterstützer gewesen von, oder immer noch, von Colin Kaepernick. Und das kriegt er jetzt als Free Agent zu spüren. Kein Team lädt ihn ein, niemand will ihn haben. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist wohl wirklich so, dass die Safeties und ihre Agenten schon untereinander miteinander telefonieren und sich austauschen. Ey, was ist los? Geht es bei dir genauso wie bei mir? Ist ein bisschen schräg. Und das Gefühl ist so ein bisschen, dass das tatsächlich mit Reed zusammenhängt und dass sie so ein bisschen abwarten wollen, was passiert denn da? Dann kannst du natürlich den Preis ein bisschen drücken, wenn du dir dann doch mal einen holst. Also das ist... Ja, schön ist es nicht, sagen wir es mal so. Aber zu den beiden Jungs, Reed 69 Starts in 5 Jahren, eben ein First-Round-Pick, wenn ich mich recht erinnere, über 300 Tackles, 10 Interceptions, 1 Sack, spielte letzte Saison quer übers Feld, nicht nur Free Safety, auch Strong Safety, selbst Linebacker, also auch er bringt das mit, was der moderne Safety eigentlich mitbringen soll, nämlich Vielseitigkeit. Also ganz klar jemand, den du dringend als Starter aufstellen solltest, und bei der Preisspanne, die aktuell abgeht bei Safeties, habe ich eben schon erwähnt, kriegst du ihn auch für solides Geld. Ist also nicht in Ordnung, was da läuft. Kenny Vaccaro, ähnlich, 67 Starts in 5 Jahren gehabt, mit fast 400 Tackles, 8 Picks und sogar 7,5 Sacks. Hat in den letzten 2 Jahren 9 Spiele gefehlt, teilweise verletzt, teilweise gesperrt. Und 2017, wisst ihr alle, ging schon vor der Saison her, die Saints, gab es Gerüchte, dass sie ihn loswerden wollen. Ob was dran war oder nicht, wissen wir nicht. Aber trotzdem haben sie ihn eher dann aufgestellt gegen den Slot Receiver. Da sah er nicht so gut aus, was wiederum heißt, Kenny ist dann doch wohl nicht in der Lage, diese moderne Safety-Position zu interpretieren, sondern eher das, was klassisch, sage ich mal, als Strong Safety üblich ist. Aber auch dafür gibt es garantiert irgendwo noch Bedarf. Und ein Kenny Vaccaro mit 27 und mit der Erfahrung ist jemand, den man auf jeden Fall holen sollte und der ein Team auf jeden Fall weiterbringt. Also sind 6 Spieler, die ich glaube, die einen Impact haben können, egal wo sie landen, und die man halt auch echt für günstiges Geld haben könnte. So viel dazu, und jetzt würde ich sagen, ziehen wir um. Ja, Freunde, weiter geht's mit einer quasi neuen Kategorie. Mock and Grill, presented by Charbroil. Ihr merkt schon an der Kulisse, wir sind dafür nicht im Studio, sondern tatsächlich im Head Office von Charbroil, der Nummer 1 Gasgrillmarke der USA und seit neuestem auch offizieller Sponsor der NFL in Deutschland. Die Jungs und Mädels sitzen in Hamburg und interessieren sich sehr für Football und machen mit uns eine Menge Sachen zusammen rund ums Thema NFL Draft. Insofern, der heutige 4. Mockdraft vom Stolle, ja, der wird präsentiert von Charbroil. Und mitten in diesem Mockdraft gibt es noch eine kleine Überraschung, ein nettes Gewinnspiel. Also oben nicht nur euer Team gucken, sondern einmal durchgucken, ist wichtig. Würde ich sagen, fangen wir an. An Nummer 1, Cleveland Browns. Ich gehe weiterhin ganz stark davon aus, dass sie an Nummer 1 bleiben und dass sie einen Quarterback draften werden. Für mich gibt es da keinen anderen Grund. Aber ich will mal ein bisschen Würze reinbringen, passt ja gut zum Thema Grillen. Und deswegen sage ich jetzt mal, sie nehmen einen anderen. In den letzten Wochen habe ich mich auf Josh Allen eingeschossen. Bin weiterhin der Meinung, der ist ein Top-Typ.
Aber Sam Darnold hat bei seinem Pro Day im strömenden Regen richtig, richtig abgeliefert. Und deswegen, da er auch vorher eigentlich ja als ein besserer galt, sage ich jetzt einfach mal, Cleveland nimmt Sam Darnold an der 1. An 2 sind die Giants. Die machen es richtig interessant jetzt. Nach dem Trade von Jason Pierre-Paul nach Tampa Bay stehen die auf einmal da und ja, bringen alles durcheinander. Denn mal ehrlich, wir sind alle davon ausgegangen, die nehmen entweder den Barkley. Einige von euch glauben auch an den Quarterback, ich nicht. Ich dachte eher vielleicht O-Line oder an Trey. Und jetzt auf einmal ist Bradley Chubb richtig interessant für die Giants. Und jetzt, Stand jetzt, sage ich, ich kann mir zwar vorstellen, dass sie traden, aber Stand jetzt sage ich, sie bleiben auf der 2 und nehmen tatsächlich Bradley Chubb, um diese D-Line dann wieder zu verstärken und zu der Stärke zu machen, die sie einst auch mit JPP war. An 3, die Jets. Das nächste New Yorker Team, da hat sich in meinen Augen nichts geändert. Ich bin immer noch der Meinung, A, es wird ein Quarterback sein und B, es muss einer sein, der in New York City klarkommt. Die Medien, der ganze Rummel, die Fans, das ist knallhart in New York und da passt nicht jeder rein. Für mich gibt es zwei Jungs, die so breite Schultern haben und auch ein etwas breiteres Ego. Das sind die Herren Mayfield und Rosen und da sage ich, lege ich mich fest und sage, Josh Rosen ist der Mann, den die Jets favorisieren. An 4 sind wieder die Browns. Und dank der Giants hat sich hier ein bisschen was geändert. Ich habe den Pick eigentlich in den letzten Mockdrafts immer verkauft an irgendein Team. Und das ist sicherlich eine Option. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Browns haben so viele Picks noch in der zweiten Runde gleich. Ich glaube, den ersten und den dritten Pick und noch viele, viele mehr haben sich ja mittlerweile in den letzten 12, 13 Monaten auch sehr gut verstärkt auf vielen Positionen. Sie müssen ja nicht zwingend diesen Pick traden. Und wenn man sieht, wer dann da noch verfügbar ist, jetzt auf einmal, ihr wisst, von wem ich rede, dann sage ich, ja, die Browns, die behalten diesen Pick und holen sich Saquon Barkley und haben auf einmal nicht nur den besten Spieler im Draft, sondern eine Waffe in der Offense, die richtig Spaß macht und wo Tyrod Taylor wahrscheinlich gerade auf der Couch sitzen würde dann und vor Glück eine Träne verdrücken würde. So einen tollen Spieler hatte ich noch nie. So, jetzt. Also mit J.D. McCoy. Ja, aber ich glaube, der Barkley ist nochmal eine Nummer. Der ist nochmal eine Nummer schärfer. Glaub's mir. Flo ist übrigens hier. Der hält die Kamera. An 5, die Broncos. Die traden weiterhin nicht nach oben, auch wenn ich sage, das wird für mich immer realistischer, dass die Möglichkeit besteht, vor allen Dingen mit diesem einen Team aus New York. Stattdessen bleiben sie erstmal an der 5. Da Darnold jetzt weg ist, gibt es nur zwei Optionen auf Quarterback. Baker Mayfield oder Josh Allen. Mayfield, ich glaube, in den haben sich zwar ein bisschen verliebt beim Senior Bowl und irgendwie finde ich, dass Baker Mayfield mich so ein bisschen an John Elway erinnert. Das ist nicht zwingend jetzt von der Statur, aber von der Spielweise ist auch einer, der einfach richtig drauf geht, der immer Gas gibt, ja, der sich für nichts zu schade ist und irgendwie erinnert mich das ein bisschen an John Elway, der war auch so einer. Trotzdem sage ich, sie gehen auf Nummer sicher, nehmen Josh Allen, den können sie ja, im schlimmsten Fall 2 Jahre auf die Bank setzen hinter Case Keenum. Insofern, Denver holt sich Josh Allen. So, kurz mal, kannst du auch einfach laufen lassen, wie du mögst. Wo sind wir jetzt? 5. Ach, jetzt ist er wieder gesprungen hier. So, wen haben wir hier? Ah ja. An 6 wird es wieder lustig, Freunde. Das sind die Indianapolis Colts. Und ich habe euch schon vor 2 Wochen erzählt im dritten Mockdraft. Ja, die Colts, wer sagt denn, dass sie da bleiben? Die könnten auch weiter traden. Weil mal ehrlich, die haben so viele Lücken im Team. Die brauchen alles neu. Insofern sage ich, die traden diesen 6. Pick auch. Denn Bradley Chubb ist ja auch nicht mehr da. Und den 6. Pick traden sie an die Buffalo Bills. Irgendwas sagt mir, die wollen weiter nach oben. Und in diesem Draft, in diesem Mockdraft, in diesem Fall, wo die Bausteine so fallen mit Chubb und Barkley, da reicht es an Nummer 6. Und da holen sich die Bills dann Baker, Mayfield. Ich erzähle das jetzt seit ein paar Wochen, was, aber ich finde irgendwie, das ist eine tolle Ehe. Baker, Mayfield und die Bills Mafia, das passt einfach gut zusammen. Gefällt mir, bleibe ich erstmal dabei. An 7 sind dann die Buccaneers dran. Ja, die D-Line haben sie mal ordentlich verstärkt in den letzten Tagen und Wochen. Insofern, Prio 1 ist für mich immer noch Defensive Backfield. Brent Grimes, den ich ja noch aus Hamburger Zeiten kenne. Guter Typ, geiler Spieler, aber auch nicht mehr der Jüngste, so wie der Stolle. Hargraves, eher Nickelback. Ich sag, Cornerback wäre eine klare Option, aber ein Safety, ein Spieler wie Minka Fitzpatrick, muss man sich holen. Holen sich die Bucks an 7. An 8 sind die Bears dran. Und da bleibe ich auch dabei bei dem Pick, den ich vor 2 Wochen ihnen gegeben habe.
Tremaine Edmonds, Linebacker, Virginia Tech. Ich sag, die müssen ihre Front Seven in der Defense verstärken. Und zu Chicago gehört einfach ein Linebacker, vor dem der Rest der Liga so ein bisschen zittert. So ein Urlacher halt, ne? Und deswegen finde ich, Edmonds ist da ein guter Pick. An neun, die 49ers, habe ich die letzten Wochen gerne den Trade angeboten. Ne? Gern gesagt, die 49ers geben das Ding ab. Die sind ja sowieso relativ aggressiv, seitdem der Lynch da ist, was das alles angeht. Ist auch eine Option weiterhin, aber irgendwie habe ich mir jetzt diese Woche mal überlegt, wir machen es mal anders. Weil die 49ers haben für mich eine ganz große Schwäche und das ist immer noch, trotzdem sie in der Free Agency da auch aktiv waren, die Guard-Position. Und wenn du einen Quarterback hast, dem du 27,5 Millionen in den Rachen schiebst, obwohl er erst, 7 NFL-Spiele hat, dann willst du auch, dass der sich wohlfühlt, wenn er den Ball vom Center bekommt und nicht um sein Leben rennen muss. Du willst ihm ein paar Waffen geben, keine Frage, und dafür ist auch noch genug Zeit im Draft. Aber ich sag, wenn so ein Quentin Nelson noch zu haben ist, der beste O-Liner am Draft, dann an 9 ist das schon ein Stil. Ne? Also ein Trade ist möglich, aber wenn der Nelson wirklich noch da ist an 9, kann ich mir gut vorstellen, dass die 49ers da zugreifen. Und an 10 sind dann die Herren in Schwarz und Silber aus Oakland. Da habe ich auch lange überlegt, wer sich hier diesmal anbieten würde. Ich habe mich da ja anfangs auf Linebacker, dann auf Cornerback eingeschossen, finde ich beides immer noch definitiv Optionen, auch wenn sie jetzt den Melvin aus Indianapolis geholt haben, der natürlich einen Cornerspot übernehmen soll. Bei dem Conley, den haben wir als Rookie kaum spielen sehen, ne? Kann keiner wirklich sagen, was der wirklich bringt oder nicht. Ist eine Option, aber da gibt es diesen einen Spieler, den ich gerne mal so ein bisschen vernachlässigt habe in den Mock-Drafts, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern weil ich immer nicht so das richtige Team für ihn gefunden habe. Derwin James, Safety, Florida State. Ich sag, die Raiders an 10 wären ein richtig guter Pick. Zusammen mit dem Joseph dann haben die ein richtig fettes Safety-Duo. Kann ich mir gut vorstellen. Würde gut funktionieren. Und ihr habt ja recht, wenn ihr sagt, Derwin James, der geht in den Top 10 weg. Gebe ich euch ja recht. Ja, Freunde, ihr seht richtig. Stolle im Grill. Ich habe versprochen, ich habe ein fettes Gewinnspiel für euch. Und darum geht es jetzt genau. Der Grill to go, der Gasgrill, der überall und immer bereit ist. Edelstahl-Grillrost, Edelstahl-Brenner, Deckelthermometer, viele, viele weitere Highlights. Leicht zu transportieren, dank der Transporttasche mit Komforttragegriffen. Und das Highlight schlechthin, er verfügt über die revolutionäre True Infrared-Technologie. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn das? Dann kann ich sagen, die Hitze wird zu 100% gleichmäßig verteilt. Dabei bietet der Grill großes Temperaturspektrum, keine hochschlagenden Flammen. Der Grill spart bis zu 30% Gas und das Wichtigste zum Schluss, das Fleisch bleibt bis zu 50% saftiger. Also ein absoluter Hammer und ein Muss für eure nächste Grillparty. Ja, wenn ihr dieses gute Stück gewinnen wollt, müsst ihr folgende Frage beantworten. Der NFL Draft findet dieses Jahr zum 83. Mal mittlerweile statt und es gibt was Neues. Denn zum ersten Mal findet er in einem NFL-Stadion statt. Und ich will von euch wissen, in welchem Stadion findet der Draft statt? Die Antwort postet ihr bitte als Kommentar direkt unter das Video, unbedingt mit dem Hashtag RealRealBarbecue versehen. Seht ihr jetzt, glaube ich, hier unten irgendwo rumlaufen. RealRealBarbecue, die Antwort dazu. Und nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, lose ich dann aus, wer der Gewinner des Grills ist. Und es gibt eine neue Frage und einen neuen Grill zu gewinnen. Also, Gas geben, Freunde. Na, da bin ich wieder. So. Jetzt habt ihr hoffentlich genug Gewinnspiel gemacht und euch schlau gemacht, was denn die Antwort auf die Frage X ist. Und jetzt könnt ihr euch bitte mal wieder konzentrieren hier, ja? Also, an 11 im Mockdraft sind dann die Dolphins dran. O-Line finde ich da weiter ein spannendes Thema. Die Offense braucht sowieso viele, viele Spieler. Aber irgendwie der Abgang von Damocon Su, der muss ja irgendwie auch kompensiert werden. Und deswegen gebe ich im 4. Mockdraft diesen Pick an Vita W. Defensive Tackle Washington ist so der Defensive Tackle im Draft und finde so der letzte Spieler, der so diesen Instant Superstar in diese Kategorie fällt. Und deswegen kommen die Dolphins an dem, sage ich, nicht vorbei. 1-12. Da sitzen ja eigentlich die Colts nach ihrem Trade und dem Trade davor. Trade. Aber ich finde, die Colts sind im Trade-Modus. Die brauchen so viele Lücken, die brauchen so viele Positionen, so viele Spieler. Und mit jedem Trade, den die weiter durchziehen, kriegen sie mindestens einen Second-Round-Pick dazu. Und damit kann man schon richtig gutes Material holen. Zumal die Colts auch in der Free Agency echt abgelost haben bisher. Insofern sage ich, sie traden diesen Pick wieder. Und zwar zu den Arizona Cardinals, die auf 15 saßen. Die nach oben müssen für einen Quarterback, die unter Druck stehen und die bisher nicht so aggressiv waren, wie sie gesagt haben.
und von 15 auf 12 ist auch nicht so mega aggressiv. Aber egal, ich sag, sie machen es, gehen hoch auf 12 und sich Lamar Jackson, Quarterback Louisville. An 13 die Redskins. Freunde, sage ich nur drei Worte. Cornerback, Cornerback, Cornerback. Denzel Ward ist der beste Mann, beste Cornerback, den holen sie sich. An 14 sind die Packers dran. Ich kann mich nicht entscheiden, was Herr Gute Kunst davor hat. Gibt eine Menge Optionen. Ich lege mich jetzt einfach fest. Ich bleibe bei der O-Line. Nelson ist weg. Also Connor Williams ist ein guter Guard. Texas, der passt einfach gut dahin. An 15 sind dann die Colts dran. Und keine Angst, Colts-Fans. Sie nehmen diesen Pick. Haben ja jetzt genug gesammelt. Lücken gibt es viele, wie gesagt. Vor allen Dingen auch noch durch die zusätzliche Umstellung auf eine 4-3-Defense. Dann geht mit Melvin auch noch der beste Cornerback weg. Und diese Lücke muss gefüllt werden. Mike Hughes ist der beste verbliebene Cornerback für mich im Draft. An 15 Mike Hughes, Central Florida zu Indianapolis. An 16 Baltimore, für mich weiterhin O-Line, ganz klar das Thema 1 bei den Ravens. Mike McGlinchey, Notre Dame, ist der beste Tackle, der noch available ist. Gibt sicherlich auch andere Optionen, aber für mich Baltimore O-Line mit McGlinchey in diesem Mock-Draft. An 17, tut mir leid, wird langweilig, ändert sich auch nicht. Die Chargers, sage ich, holen sich Defensive Tackle. Stellt euch das mal vor, der Bosa und der Ingram und dann noch so ein dicker Brocken in der Mitte. Herrlich. Deron Payne ist für mich der beste available Defensive Tackle. Den Jungen werden sich die Chargers holen. An 18 sind die Seahawks dran und hier sage ich eigentlich auch nur drei Worte. O-Line, O-Line, O-Line. Will Hernandez von der UTEP ist für mich da immer noch der beste Spieler. Den brauchen die, einen guten Mann für die Mitte der O-Line. Russell Wilson wird es euch danken, liebe Seahawks. An 19 sind die Cowboys am Start und da hatte ich zuletzt einen Wide Receiver. Da haben sie sich ja nun ein bisschen verstärkt und deswegen sage ich, Wide Receiver ist hier kein Thema. Es ist aber noch Taven Bryan am Start, Defensive Tackle Florida. Und einen Defensive Tackle brauchen die ganz dringend für ihre Defense. Passt perfekt an Nummer 19. Und an 20 Detroit Lions, da bleibe ich bei Marcus Davenport. Ich finde diese Idee von Davenport und Ansa an der D-Line als Pass-Rusher, die nimmt für mich irgendwie Gesicht an. Klingt nach gefährlich, macht Spaß. Der Flo hat wieder einen Kreativen, wie ihr merkt. Also probieren wir heute mal was Neues. An 21 sind die Bengals dran. Die müssen weiter O-Line arbeiten. Tut mir leid, liebe Bengals-Fans. Gibt sicherlich 60 Picks, aber O-Line ist wichtig. Isaiah Wynn, Guard, Georgia ist für mich Nummer 21. An der 22 sind dann die Bills. Da bleibe ich bei demselben Spieler wie im letzten Mock-Draft. Rokan Smith, Linebacker Georgia, ein absolutes Beast. Und die Bills haben da definitiv Lücken. Der hilft sofort. 23 sind die Rams dran und hey, Freunde, endlich. Ja, Freunde, es gibt Spygate, es gibt Deflategate und jetzt gibt es auch Mockgate. Genau, denn unsere lieben Freunde der Patriots haben sich entschieden, nachdem Flo und ich das alles wunderschön aufgenommen, geschnitten, nachproduziert haben in einem Extra-Studio, alles über den Haufen zu werfen. Und deswegen sind jetzt nicht die Rams an 23, sondern die Patriots. Die Rams haben einfach gar keinen Bock auf Draften scheinbar. Und das Einzige Gute daran ist, wie gesagt, die Patriots haben da jetzt eine Lücke auf der Position, wo sie den Cooks abgegeben haben. Und ich sage, da nehmen sie einfach mal denselben Spieler. Kevin Ridley. Wide Receiver ist einfach mal eine Granate, ist genau einer, quasi eine noch jüngere Version des Herrn Cooks. Und deswegen sage ich, den nehmen sie an 23. So, weiter im Text, im normalen Text. Also Frechheit hier. An 24 bei den Panthers bleibe ich bei der Offensive Line. Ist nicht so sexy, ist mir schon klar. Aber Cam Newton, ey, alle Panthers-Fans, ihr wollt, dass Cam Newton heil bleibt und dass er vor allem glücklich ist. Denn wir wissen ja, wie er drauf ist, wenn er nicht glücklich ist. Also, O-Line muss verstärkt werden, der Norwell muss ersetzt werden. James Daniels, Offensive Guard bzw. Center Iowa, ist genau der Richtige für die Line. An 25 bei den Titans tut sich tatsächlich auch nichts. Leighton Vander Esch hatte ich euch da im dritten Mockdraft aufgedrückt und ich bleibe dabei. Gibt sicherlich noch zum Beispiel einen Landry, wäre auch eine Option, der ist ja noch available in diesem Mock. Aber ich sage Leighton Vander Esch, weil irgendwie Mike Rabel als Head Coach, wenn der jetzt als ehemaliger Linebacker, seinen Chef in der Defense sich auswählen kann, ist, finde ich, eine gute Option, soll da machen. An 26 Atlanta und liebe Falcons-Freunde, einige von euch haben sich schon beschwert, dass ich da immer auf O-Line gehe und immer auf Guard. Ich bin immer noch der Meinung, dass das, was sie da so an Guards im Team haben, nicht reicht, um Matt Ryan den Rücken freizuhalten die ganze Saison. Aber da die besten Guards jetzt alle weg sind, macht für mich ein Mann Sinn, den ich da, glaube ich, ursprünglich im ersten sogar hatte. Maurice Hurst, Defensive Tackle Michigan, wissen wir alle, ne? Der hatte Herzprobleme, wurden bei ihm diagnostiziert. Bei der Combine durfte da nicht mitmachen. Glücklicherweise scheint das Thema abgehakt zu sein und deswegen
finde ich, gehört da wieder in die erste Runde und geht nach Atlanta. An 27 sind dann die Saints dran und das war natürlich im dritten Mockdraft schon ein bisschen gewagt zu sagen, dass sie einen Quarterback holen. Aber ich bleib jetzt mal einfach, ich bin jetzt mal ein Dickkopf. Sag, die Saints werden auf jeden Fall einen Quarterback draften. Ob jetzt in der ersten Runde, das sei mal dahingestellt. Aber irgendjemand, kann ich mir sehr gut vorstellen, wird da Ende erster Runde zuschlagen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Mason Rudolph bleibt jetzt ein Saint. Punkt. Kommen wir nun zur Nummer 28, Pittsburgh Steelers. Flo ist schon ganz aufgeregt, wenn ich den Steelers aufdrücke. Ich hatte im dritten Mockdraft Derwin James dahin gepackt. Jetzt ist mal gut, Flo. Derwin James, der ist natürlich an 28, ist es extrem unrealistisch. Ich habe heute gesagt, ich habe es schwer gefunden, für ihn ein Team zu finden. Aber ich mag die Idee, dass die Steelers sich mit dem Safety verstärken. Und ein Name, der in letzter Zeit immer wieder auftaucht und der irgendwie Ende erste Runde bis Mitte zweite Runde landen könnte, ist Mr. Reed, Justin Reed von Stanford. Der kleine Bruder von Eric Reed, hat vielleicht der ein oder andere von euch schon mal gehört, den Namen. Und der kleine Bruder ist ordentliches Monster, teilt ordentlich aus, sehr aggressiv, Size, Speed, alles da. Ich glaube, der würde gut zu Pittsburgh passen. An 29 sind dann die Jaguars dran. Da ändert sich nichts. Ich sage weiter, DJ Shark, Wide Receiver LSU. Ich habe mich in den Kerl verguckt, ich gebe es ja zu. Was der abgerissen hat beim Senior Bowl und bei der Combine, hat mich einfach überzeugt. Und auch wenn Jacksonville Tiden durchaus als Option sehen könnte, weil ne, ohne Mercedes Lewis sowieso, ich bin nicht so ein Fan von so vielen Tidens in der ersten Runde. Und deswegen sage ich, einer reicht, der kommt noch und Jacksonville nimmt sich einen Wide Receiver. An 30 die Vikings. Tut mir leid, ändert sich auch nichts. Orlando Brown, Offensive Guard bzw. Tackle Oklahoma. Nochmal gesagt, eine bescheidene Combine und das ist noch nett ausgedrückt. Aber mein Pro Day hat er gezeigt, was er wirklich kann. Alle wissen, das Tape ist klasse. Alle wissen, er hat die Gene von Papa. Also, und Minnesota muss was tun, vor allen Dingen an der Guard-Position. Passt gut zu ihm. Kommen wir zum vorletzten Pick der ersten Runde, die New England Patriots. Und überraschenderweise, wisst ihr alle, die haben mehr Lücken, als wir alle dachten in der Defense. Cornerback, Pass Rush, Linebacker, alles möglich. Letzten Mockdraft hatte ich Cornerback, aber jetzt ist hier noch einer übrig, der für mich absolut in die erste Runde gehört. Harold Landry, Edge Rusher, Boston College. Und das passt doch irgendwie, oder? Der Junge hat in Boston studiert, bleibt jetzt quasi als Homeboy im Foxborough. Passt doch wunderbar, muss doch sein. Klingt doch wie gemacht. Also ehrlich mal. Und der letzte Pick der ersten Runde, Philadelphia Eagles. Hier kommt der Tight End, Dallas Goedert. Ich weiß, ein Colton Miller wäre noch available und die O-Line, ein Tackle, so ein Ersatzmann für Jason Peters, der relativ alt ist. Ja, alles klar. Aber ich stehe auf Goddard, ich stehe auf die Idee, dass der unter seinem Headcoach da richtig abgeht. Finde ich gut. Lass mal so, Dallas Goedert in 32. Damit sind wir dann auch mit dieser ersten Runde, mit dem vierten Mockdraft durch. Hier im Charbroil Head Office. Euch sei versprochen, dass wir in den nächsten 3 Wochen noch einiges vorhaben, ein paar schöne bunte Themen für euch haben, natürlich nochmal einen finalen Mockdraft unter anderem, den ihr dann quasi ganz heiß, direkt frisch vom Grill quasi bekommt am Draft Day. Ja, und jede Woche noch ein fettes Gewinnspiel. Also schön mitmachen an dem Gewinnspiel und weiter geht's. Kommen wir zur letzten Runde dieser Show. Die heißt natürlich wie immer Sag mal Stolle, eure Fragen, meine Meinung und ich würde sagen, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden, fangen wir gleich mal an. Die erste Frage kam tatsächlich mal über Twitter. Nordlicht111 fragt, sag mal Stolle, wie sieht so ein Rookie-Vertrag aus? Gibt es feste Laufzeiten, Gehalt und haben Positionen und Draftrunde Einfluss drauf? Ja und nochmals ja. So ein Rookie-Deal hängt von 2 Sachen ab. Einmal vom Salary Cap, das ja jedes Jahr sich verändert, nach oben. Und vom Rookie Compensation Pool, so nennt sich das. Dieser Rookie Compensation Pool, da müsst ihr 2 Sachen drüber wissen. Erstens, der limitiert, wie viel ein Team für einen Spieler im ersten Jahr ausgeben darf. Und wie viel ein Team für einen Spieler in 4 Jahren ausgeben darf. Und weiterhin ist es so, da es nicht jedes Team hat, dasselbe, sondern der Pool ist für alle 32 Teams. Der wird natürlich jedes Jahr neu aufgesetzt, wird wahrscheinlich auch jedes Jahr größer. Und es ist einfach so, je nachdem, wie hoch deine Picks sind und wie viele Picks du hast, kriegst du halt einen entsprechend größeren oder kleineren Teil dieses Pools, Stück vom Kuchen sozusagen.
relativ kompliziertes System. Ansonsten, seit dem letzten Collective Bargaining Agreement 2011 ist es eigentlich so, dass für jeden Pick relativ klar definiert ist, wie viel man dafür ausgeben darf. Das heißt, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum dauert es dann teilweise Wochen und Monate, bis einer unterschreibt, das liegt dann eben an all dem anderen Kladderadatsch. Garantien, Signing Bonus und. Denn da wollen natürlich gerade die Agenten möglichst früh, möglichst viel haben, ist ja völlig klar. Es ist eigentlich so, dass First Round Picks, die haben eigentlich ihre ersten 4 Jahre komplett garantiert. Und haben immer noch diese Fifth-Year-Option. Die gibt es nur bei First-Round-Picks. Bei Spielern, die in der zweiten Runde gedraftet werden, ist es eigentlich so, dass die ersten beiden Jahre garantiert sind. Wobei gegen Ende der zweiten Runde ist es dann oft schon nur noch ein Jahr. Und alles, was danach kommt, ja, da gibt es quasi den Signing-Bonus garantiert und sonst gar nichts. Ja, also das ist eigentlich recht technisch. Aber jetzt habt ihr hoffentlich ein bisschen die Idee, was denn da Ende April passiert und wie viel dann vielleicht wer irgendwie kriegt. Ja, nächste Frage. Die kommt von Geno Dupree. Vielleicht auch Kino. Sag mal, Stolle, wäre es für die Browns eventuell sinnvoll, an 1 und 4 einen Quarterback zu draften? Man könnte dann im Training sehen, welcher Quarterback tatsächlich talentierter ist und oder besser zum Scheme passt. Den jeweils anderen Quarterback würde man sicher für ein bis zwei sehr gute Starter traden können. Realistisches Szenario, wenn man die letzten Quarterback-Busts der Browns bedenkt. Das Gerücht ging ja tatsächlich mal die Runde, dass die Browns zwei Quarterbacks draften würden. Ehrlich gesagt, die Option, zwei Quarterbacks zu draften, ist gar nicht so unrealistisch. Nur die Option, sie beide in der ersten Runde zu draften, ist Quatsch. Wenn ihr jetzt sagt, wer macht denn sowas? Die Packers, Aaron Rodgers und dann haben sie noch den Brome gedraftet, ich glaube 2 Runden später. Der hat am Ende nie irgendwas gerissen. Und war auch, da war auch nie die Idee, dass der, dass es ein Battle ist in dem Sinne. Aber es kann passieren, dass man zwei Quarterbacks draftet. Kann es den Browns passieren? Ich glaube, jetzt nach der Tyrod Taylor-Verpflichtung sehe ich das nicht. Sie haben sich zwar jetzt von einem schon getrennt. Aber ich sehe da nur einen Quarterback. Und an 1 und 4, also, pff, das sollte man nicht machen. Also, dafür haben die Browns immer noch zu viele Lücken, zu viele Optionen, die sie füllen sollten und könnten und müssten, als sich wirklich zwei Quarterbacks zu holen. Ich meine, du beschäftigst dich mit diesem Thema wahrscheinlich seit dem ersten Spiel, was der Sean Kaiser gemacht hat. Spätestens seit John Dorsey im Haus ist, wird sich damit beschäftigt. Da wird jedes Tape von jedem Quarterback angeguckt. Es wird zum Senior Bowl gegangen. Es wird zu irgendwelchen Bowl Games gegangen. Es wird zur Combine gegangen. Es werden Interviews geführt. Es wird zum Pro Day gegangen. Also man hat eigentlich, ey, ich glaube, die kennen diese ganzen Quarterbacks besser als die Kids sich selbst. Da sollte man dann schon so weit sein beim Draft, dass man sagt, okay, wir wissen, wen wir wollen. Wir wissen, wer vom Kopf her bei uns reinpasst. Wir wissen, wer von seinen physischen Fähigkeiten der Beste ist und auch in unser System passt. Beziehungsweise ist das ja auch, sag ich mal, ein Zeichen für Klasse, wenn der Coach in der Lage ist, sein System auch entsprechend auf den Quarterback ein bisschen zu adaptieren. Ich sag nur Deshaun Watson oder auch Carson Wentz. Da sind viele Sachen dabei bei beide, die recht college-lastig sind und die ihnen aber extrem helfen in der NFL. Also zumindest in den Anfangsjahren. Insofern, ich glaube, die Browns haben sich auf einen festgelegt oder müssen sich auf einen festlegen und werden hier nicht zwei holen. Das ist ein Szenario, das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Max.de44 fragt: Sag mal, Stolle, in welcher Runde siehst du Royce Freeman und zu welchem Team passt er am besten? Und ist der für dich auch ein Sleeper-Pick? Royce Freeman, Running Back Oregon, für alle, die es nicht wissen, war in seinen ersten beiden College-Jahren richtig krasse Granate. Ich glaube, im zweiten Jahr hat er über 1800 Rushing Yards gehabt. Dann gab es aber auch quasi wöchentlich einen neuen Coach in Oregon. Das hat ihm auch zugesetzt. Dritte Jahr war kacke. Sein letztes Jahr war gut. Bringt die Size mit, bringt den Speed mit. Muss aber im Blocking arbeiten. Ist auch jetzt am College nicht gerade als Receiver gefördert und gefordert worden. Bis auf ein paar Dump-Pässe und Screens war da nicht viel bei. Viele Scouts sagen, dass er für seine Statur, die so eher so eigentlich erinnert er viele so ein bisschen an Jonathan Stewart, habe ich oft gelesen. Aber dass er für seine Statur
nicht immer physisch genug spielt. Also er könnte immer noch ein bisschen mehr Pop mitbringen. Ich sag, eigentlich hat er alles für Runde 2 oder 3, aber die Running Back Klasse ist tief, die ist voll gefüllt. Und es gibt ja nicht nur Running Backs, es gibt auch sehr, sehr viele talentierte Receiver, die spielen auch eine Rolle. Also ich glaube, dass er eher in Runde 4 oder 5 rutschen wird. Wo er dann landet, wo er hinpasst, du. Ich glaube, dass Freeman jemand ist, der auf jeden Fall einem Team weiterhilft, zumindest als sehr gute Nummer 2. Also im Idealfall landet er beim Team, was eine Open Competition hat, sowas wie Washington zum Beispiel, und kann dann zeigen, ich bin NFL ready. So. Wevi Wambo hat den Preis gewonnen für die längste Frage der Woche. Ich glaube, das sollten wir vielleicht wirklich mal auslosen. Aber nee. Nee, machen wir nicht. Eher die kürzeste. Sonst schreibt ihr hier Romane. Er fragt, sag mal Stolle, was glaubst du, sind die Hauptgründe dafür, dass gute College-Spieler wie zum Beispiel dieses Jahr Bryce Love oder eigentlich die gesamte D-Line von Clemson ein Jahr länger im College bleiben, als sie eigentlich müssen? Während andere, wie zum Beispiel Solomon Thomas oder Johnny Football, schon nach 2 Jahren die Mücke machen. Gerade die Guten kommen ja eigentlich sicher in die NFL, also kann es ja auch ein Risiko sein und noch ein Jahr dran zu hängen, Stichwort Verletzung. Gute Frage. Ich glaube, am Ende ist es überall eine individuelle Geschichte. Also es gibt auf jeden Fall Kids, für die das Thema Geld eine Rolle spielt. Und die sagen, wenn ich jetzt in die NFL gehe, verdiene ich sofort Geld. Wer weiß, was in dem einen Jahr College passiert. Und du hast recht, also ein Bryce Love wäre definitiv ein Kandidat für Ende erster Runde, Anfang zweiter Runde gewesen. Und die D-Line von Clemson wäre wahrscheinlich komplett in den Top 15 weggegangen, unter Umständen, jetzt mal übertrieben gesagt. Also das sind wirklich Leute, mit denen man fest auch gerechnet hat, dass sie in die NFL gehen. Ist schwer zu sagen, weil Bryce Love, vielleicht ist es doch so, dass man sie hier und da auch drauf hört, was Experten einem raten, vielleicht auch, was die Familie einem redet, vielleicht auch, was die Uni einem redet. Ich meine, Bryce Love spielt Stanford, da ist die Ausbildung, genießt einen sehr hohen Stellenwert im Vergleich zu anderen Colleges. Vielleicht ist ihm einfach wichtig, dass er seinen Abschluss macht und dann erst Profi wird. Bei anderen, vielleicht bei den Jungs von Clemson, vielleicht sagen die, hey, wir wollen nochmal ein National Championship gewinnen und das können wir mit diesem Team. Lasst uns einfach, wenn wir gemeinsam bleiben, dann sind wir unschlagbar. Kann auch ein Thema sein. Also, es ist, ja, klar ist dieses Verletzungsrisiko definitiv dabei und das ist auch das größte Risiko, was du hast. Du kannst natürlich auch, wie Equanimeo St. Brown, der 2016 eine Mördersaison gespielt hat, nach der viele dachten, der könnte durchaus ein First-Round-Pick sein, und 2017 war es halt, ja, ein bescheidenes Jahr, wofür er nichts konnte, sondern einfach Notre Dame mit einem jungen Quarterback komplett auf Laufspiel gesetzt, und ja, darunter hat er dann gelitten und auch sein Draft-Stock natürlich gelitten. Kann dir auch passieren. Ich bin der Meinung, ist eine individuelle Geschichte. Ich grundsätzlich bin der Meinung, eine Ausbildung schadet nicht. Insofern sollte man ja durchaus intensiv drüber nachdenken, ob man sein College nicht zu Ende macht und erst danach in die NFL geht. Ich kann aber auch verstehen, dass natürlich das Geld absolut verlockend ist. Das ist keine Frage. Und in der NFL sagen wir auch immer, not for long, ne? Wisst ihr ja. Also so eine Karriere kann schnell zu Ende gehen. Also muss man sicherlich auch mitnehmen, was man kann. Auf der anderen Seite kommt dann wieder, wenn es nach 3 Jahren plötzlich vorbei ist, das Thema Abschluss wieder. Ne? Also nicht einfach. Aber zum Glück müssen wir diese Entscheidung ja nicht treffen. Haben wir noch eine Frage, Stolle? Ja, wir haben noch mindestens eine Frage. Oh, wir haben noch 2 Fragen. Die erste kommt von mir fällt nichts ein. So heißt der junge Mann. Sag mal, Stolle, kannst du erklären, wie das College Football Ligensystem funktioniert? Ich weiß, dass die Unis von irgendwem gerankt werden. Aber wie und wer in welchem Bowl-Game kommt, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, habt ihr noch 2 Stunden Zeit? Dann können wir das Thema mal durchgehen. Ist nicht so einfach. College Football teilt sich in verschiedenste Ligen quasi auf. Da gibt es die FBS, Football Bowl System. Das ist quasi die oberste Liga. Dann gibt es die FCS und dann gibt es die Division 2 und die Division 3. Da sind jeweils überall mehr als 100 Unis auf jeden Fall am Start. Die wiederum sind unterteilt nochmal in Conferences. Auch hier sind es 10, da sind es 12. Dann gibt es immer noch ein paar Teams, die nennen sich Independents. Die sind in keiner Conference unterwegs. Ist sehr,
Ist nicht so leicht zu erklären, dieses System. Es gibt viel, viel, viel. In den Conference spielst du dann auch nochmal deine, hast du teilweise nochmal Divisions. Dann spielst du also nochmal einen Conference Champion aus. Dann spielst du, also ihr merkt, man spielt sehr, sehr viel. Was Bowl Games angeht, ist es so, dass die quasi, die sind schon vorher festgelegt eigentlich, welche Teams spielen, in welche Conference spielt in welchem Bowl. Ne? Also zum Beispiel der Rose Bowl, einer der bekanntesten und größten, ist im Normalfall der Gewinner der Big Ten gegen den Gewinner der Pac-10 Conference. Der Rose Bowl dann aber auch alle Jahre mal wieder mittlerweile ja im College Football Playoff eine Rolle spielt, ist das jetzt auch nicht mehr in Stein gemeißelt. Aber so ist es bei eigentlich fast jedem Bowl. Da spielt dann das dritte Team aus der Conference gegen das dritte Team aus der Conference. Und dann geht man immer die Tabellen durch und dann geht's los. Wenn dann du musst mittlerweile, weil es so viele Bowl-Games gibt, nur noch 5 Spiele gewonnen haben. 5, also 5 von 12 oder 13, also brauchst du nicht mal eine Winning Season, um in ein Bowl-Game eingeladen zu werden. Da musst du natürlich sagen, ja, wir wollen überhaupt, also wir nehmen diese Einladung an. Es gibt auch Teams, die sagen, wir waren dieses Jahr schlecht, sorry, 5 Siege haben wir uns nicht verdient, so zu spielen. Dann wirst du halt eingeladen von dem Bowl. Und wie gesagt, für gewöhnlich ist es so, dass da bestimmte Conferences immer gegeneinander in bestimmten Bowls spielen. Das jetzt mal so versucht, so ganz mini kurz zu erklären. Wenn euch das nicht reicht, müssen wir ja wahrscheinlich irgendwann nochmal, bevor die College-Saison losgeht, macht es dann wahrscheinlich Sinn, nochmal so ein richtig extra Tutorial, bla bla bla, mache ich mir eine Tafel auf, setze mir eine Brille auf und können wir mal überlegen. Ne? Und die allerletzte Frage kommt von Patrick Feil. Und der hat auch noch eine lange Frage. Sag mal, Stolle, glaubst du, es würde der NFL etwas bringen, wenn es wie im Basketball oder Eishockey eine dauerhaft funktionierende Farmliga unterhalb der NFL gäbe? Es dürften doch sicher jedes Jahr einige Spieler durch das Roster fallen, weil ihr College und ihre Division als zu schwach oder ihre körperlichen Voraussetzungen als nicht NFL-tauglich angesehen werden, die durch so eine Liga den Sprung in die NFL schaffen könnten. Oder sind die Strukturen mit NFL und College so stark, dass eine dauerhaft erfolgreiche Farmliga unterhalb der NFL einfach unmöglich ist? Ich bin ein riesen Fan von der Idee einer Farmliga. Habe selbst in der NFL Europe gearbeitet, die ja eine Farmliga der NFL war, die einzige, die die NFL hatte. Natürlich funktionierte das auch wieder anders, weil normalerweise ist eine Farmliga spielt genau dann, wenn du auch spielst. Das ist in jeder Sportart so. Das ist auch im Fußball so. Holst deine Regionalliga-Kicker oder wo auch immer die spielen, holst ja auch in derselben, also die spielen ja gleichzeitig wie du. Nur in der NFL gibt es das nicht. Und auch die NFL Europe war ja zu einer anderen Zeit. Dennoch kamen viele Spieler aus der NFL Europe in die NFL. Meistens zeitversetzt, in Anführungsstrichen, weil du hast eine ganze Saison schon hinter dir. Du bist A, körperlich, ich will nicht sagen am Ende, aber du bist natürlich schon endlich absolut durch. Wenn du ins Trainingslager der NFL gehst. Wenn alle anderen also noch ein paar Kilo abtrainieren müssen und erstmal anfangen, bist du schon fertig. Insofern ist es oft so, dass Spieler, die in der NFL Europe waren, ein oder vielleicht auch 2 Jahre gebraucht haben, bis sie dann wirklich durchgestartet sind in der NFL. Aber dazu war sie da und sie hat auch funktioniert. Ne? Also einige Positionen mehr, wie O-Line zum Beispiel oder auch Quarterback, andere Positionen, eher weniger, aber sie war wichtig. Nicht nur für Spieler, auch für Coaching, für Schiedsrichter, auch für mögliche Regeländerungen. Selbst für Ex-Spieler, die sich mal als Kommentator beweisen wollten. War ein gutes Ding und ich glaube, sowas braucht die NFL. Die NFL braucht es, weil was braucht jeder Spieler, um spielen zu können? Tape. Tape und Raps. Und die kriegst du nicht, wenn du Third-Stringer bist in der NFL. Dann hältst du halt irgendwo ein Clipboard, hast die Haare schön, aber spielen tust du nicht, trainieren tust du nicht. Du kannst niemandem zeigen, hey, das ist das, was ich drauf habe. Sowohl nicht deinen Coaches, als auch den Coaches aller anderen Teams. Deswegen brauchst du so eine League. Es gibt genug Coaches, die da total Bock drauf haben. Es gibt auch Owner, die immer riesen Fans dieser Geschichte waren. Bei all dem, was die NFL an Kohle macht und umsetzt, ist es für mich tatsächlich ein Rätsel, warum sie nicht diesen Gedanken wieder aufleben lässt. Man sieht es ja auch jedes Jahr, dann verletzt sich nicht nur der First Stringer, sondern spätestens wenn sich der Second Stringer verletzt hat, ist einfach mal eine unfassbar große Lücke auf dieser Position, egal welche es ist, weil die Jungs einfach nicht trainieren.
weil sie dazu gar nicht kommen, weil ja auch die Trainings mittlerweile in der NFL stark limitiert sind. Wie viele Trainings darf ein Team haben? Was gilt als Training? Ja, und was ist ein Walkthrough? Also das ist ja auch ein Thema, was da reinspielt. Deswegen umso mehr sage ich, bring back NFL Europe oder eine Farm League, egal ob im Frühjahr oder im Herbst, egal ob in den USA, in Europa, in China oder auf dem Mond. Aber sie gehört dazu. So, ich hoffe, ihr seid auch meiner Meinung. So, sind wir durch mit dem Thema. Das war's für diese Woche Concussion Protocol. Schön, dass ihr wieder da wart. Ich hoffe, ihr habt die richtige Antwort fürs Gewinnspiel parat. Postet sie da unten runter mit dem Hashtag RealRealBarbecue. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Da gibt's wieder was zu gewinnen. Da gibt's dann auch den Gewinner dieser Woche und noch vieles, vieles, vieles weitere. Insofern wünsche ich euch noch eine schöne Woche und sag ciao, bin raus.